Heute geht es um Schlager im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich, aber auch um richtigen Bundesliga-Schlager am Wochenende. Bayern Freiburg. Eieiei, da ist einiges drin. Wir sprechen auch über potenzielle Neuzugänge bei den Bayern oder Dortmund. Adeyemi ist das Stichwort. Kalia, und dann, sag du, was haben wir noch? Und dann haben wir natürlich noch das Thema Helden der Woche. Also ich bin überzeugt, deiner Tomi, auch von Mats und von mir, obwohl auch schon, glaube ich, ein, zwei in langen Hosen und noch im Werken sind, werden überraschen. Aber alle drei sind berechtigte Helden der Woche. Rein ins Vergnügen. Ab dafür. Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist wieder www.eismann.de und da kann man jetzt schon, Tobi, zu den cleveren Planern gehören und für Weihnachten bestellen, das ist ja bald, zum Beispiel das Weihnachtsmenü à la Lava. Das hört sich doch lecker an, oder? Aber wie ist denn das Weihnachtsmenü à la Knob eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Also bei uns gibt es meistens Ente mit polnischen Flugkartoffeln und dazu gibt es Rotkohl oder wahlweise Erbsen, die ich nicht mag, aber Erbsen, es soll Menschen geben, die die lecker finden. Was gibt's bei dir? Kein Raclette, kein Fondue, bei uns traditionell Raclette und mittags Kartoffelsalat mit einem ganz einfachen Bockwürstchen. Ja, so ein Lachsbrot esse ich, also so ein Toastbrot, Butter und Lachs, das gibt's als kleine Vorspeise. Aber was macht denn der Kollege Lafer da und was machen denn die Eismänner überhaupt? Also wirklich, also bei Eismann, ich habe da mal reingeguckt, was Lafer da so anbietet. Garnelencurry à la Lafer zum Beispiel oder österreichische Käsesuppe mit Croutons und Rohschinken. Das waren jetzt die Sachen, die ich mir hier schon mal angekreuzt habe. Also einiges. Und jetzt den ganzen November über, Matze, Aktionswochen zum Beispiel, wenn du bis zum 8.11. bestellst, dann bekommst du, halte ich fest, bei jeder Bestellung, kein Scherz, einen Kochkurs von 7 Hauben gratis dazu. Zum Beispiel grundlegende Kochtechniken von Johann Lafer. So. Ich muss dir eine kurze Geschichte zu Johann Lafer erklären oder erzählen. Und deswegen, finde ich eine gute Idee, muss man sagen, mit dem Kochen ist ja richtig geil. Es gab mal eine Fernsehsendung und da hat Johann Lafer, hatte eine Kaviardose dabei und hat dann gesagt, naja, den Kaviar einfach trocken essen ist auch blöd. Und hat dann jemand losgeschickt, der bei McDonald's Hamburger bestellt hat, hat dann alles von den Hamburgern runtergemacht, hat dann noch so eine Remoulade dabei und hat dann quasi Hamburgerhälften mit Kaviar serviert. Das war so geil. Also das ist mein Erlebnis mit Johann Lafer. Okay, Eismann bietet eine Menge kurz vor Weihnachten und wir bieten jetzt eine Menge in Richtung Fußball. Let's go. Lecker, lecker, würde ich Galli sagen. So, wir sitzen heute wieder in Eintracht. Ja, ja. Wir sitzen heute in Eintracht beieinander und Eintracht hoffen, Frankfurt. Dass es so, ja, daher kommt das. Daher kommen übrigens welchen Namen findet ihr eigentlich am schönsten? Jetzt mal völlig, erster FC ist ein bisschen unspektakulär. Fortuna finde ich immer am schönsten, die Glücksgöttin. Ah. Victoria, was ist das nochmal für eine Göttin gewesen? Da habe ich mal gespielt. Was ist nochmal Victoria? Die Göttin des Sieges. Ist das Victoria? Ja, stimmt, natürlich, klar. Victoria. Ja. Victoria, Fortuna, Germania hast du hier in Westfalen auch relativ oft. Kalli, was ist Bayer noch für eine Göttin? Die Göttin der Medizin, der Tablette? Ja, der Medizin, auch der... Nicht nur der großen, wichtigen Medizin, auch alles gesunde Produkte. Also das ist schon ein wichtiges Unternehmen. Wenn die nicht wären, wir leben wie Victoria, Victoria oder Victoria meine ich natürlich. Oder Fortuna. Ne? Ja, so, also woher kommt der Name? Ja, was mit Lippstadt? Bei uns in Lippstadt gibt es noch, wie gesagt, Germania, das ist natürlich klar, woher das kommt. Und Alemannia haben wir auch. Alemannia Böckenförde. Ja. Und natürlich ganz oft ist die Spielvereinigung, die haben wir hier auch sehr oft vertreten. Das ist meistens nach Fusionen, spricht man von Spielvereinigungen. Manchmal gibt es auch einen Verein, wo mehrere Sportarten sich vereinigt haben. Da ist also der Nährboden liegt da entweder mehrere Fußballvereine oder mindestens zwei oder eben auch, dass ein Verein verschiedene Sportarten zusammengeführt hat. Also, komm, Matze, schnelles Quiz. Du musst antworten. VfL steht wofür? Verein für Leichtathletik. Keine Ahnung. Ist das Kalli, was du's? Für Leibesübungen. Für Leibesübungen. Ja, das sagen wir. Meistens Leibesübungen. Aber richtig. Und VfB?
Verein für Ballspiele. Oder Ballspiel. Oder Ballspiel, genau. Ja, BVB Ballsport. Heißt ja auch Ballspielverein Borussia, ne? Ja, ja. BVB, Ballspielverein. Und Werder, woher kommt der Name Werder? Werder, von der Weser vielleicht oder von der Da gibt's eine Werderstraße. Da gibt es eine Werderstraße oder eine Werderallee. Ja, aber eine Werder ist tatsächlich eine Insel im Fluss, also da oben im Norden. Also das ist. Ja, ja. In der Weser gab es so eine Weser und da wurde der Verein gegründet in der Nähe. Da haben wir doch schon mal ein Preisrätsel mit euch, habe ich das da gemacht. Damals als Joker war ich für unseren Tim Melzer bei einem großen, hier bei Günther ja auch. Oder konnte ich, das war eine schwierige Frage, wo man dann sagte, wo passt eigentlich ein Name zu der Region? Und dann war das eben, wurde Schalke 04, Arminia Bielefeld, Hertha BSC, das ist aber mehr Gesundbrunn und Plumpe, und da war es Bremen. Wenn man natürlich oben von der Hauptstraße in das Tal reinfährt, also Richtung Weser, also in das Stadion, und selbst ja. wenn man Ehrenkarten hat und fährt da in den Tiefgarage oder links auf den Parkplatz, Hochpresse, kommt man zwar über den Franz-Böhmert-Weg oder Franz-Böhmert-Straße, aber kommt nicht über die Werderstraße, war damals die Frage, wo ist in welchem Stadion auch das Namen, so einem Radstraßennamen bekannt. Und das wusste ich, weil wir oft mit Jugendmannschaften über Ostern bei 1860 Bremen ist ein Fußballverein, der Luftlinie 200 Meter vom Werderstadion weg ist. Und da gab es immer ein großes Turnier. Und dann sind wir uns so ein bisschen rumspaziert mit den Jugendlichen. Und dann sah ich die Werderstraße. Es war ein reiner Glücksfall, dass ich in einer, ich weiß nicht, wie viel das damals war, 125.000 Euro Frage, dem Kalli, du als Lexikon. Konnte. Ja, das war ein Glück. Einfach Glück. Glück. Es gibt noch Teutonia, das ist natürlich klar, das kommt von den Teutonen. Arminia haben wir ja eben schon gehört. Und ja. Borussia gibt es hier bei uns oder gab es bei uns in Lippstadt auch. Woher stammt Borussia? Was ist das? Wisst ihr das? Was ist Borussia? Oha, Borussia hat nichts mit Russland zu tun, wegen Russia. Genau. Weißrussia und Borussia. Genau. Ja, wir können die Leute doch einfach mal drunter schreiben. Wir werden ja auch bei YouTube ausgestrahlt. Schreibt doch einfach mal unten drunter, woher kommt Borussia? Was hat's damit auf sich? Bin ich sehr gespannt. Ja, Mensch. Sag mal, weißt du es denn irgendwie? Nee. Bitte? Kalli, weißt du das? Was? Weißt du es, Kalli? Ich weiß es nicht. Nee. Irgendwas mit Preußen oder so? Ja, ich kenne das doch, das hieß hier. Ich kenne den bei Köln direkt, war mein früherer Schwiegervater, der war Präsident von Franken, Borussia, Löwen. Ich bin ein bisschen weiter vor, da kam Teutonia, Widdersdorf oder Teutonia. Also das sind natürlich Teutonen, Preußen, Brussen. Also ich habe mir doch nie eine große Forschung gemacht dabei. Gut, da kann uns ja vielleicht mal jemand aufklären. Das ist eine gute Idee, Matze. Ja. Bei YouTube, also wenn ich bei YouTube bei dir reingucke, dann sehe ich nur noch Semino Rossi. Gibt es da eigentlich irgendwie was du uns noch erzählen müsstest oder sowas? Nein. Ich habe einfach nur bei der Ross Anthony Show im Mitteldeutschen Rundfunk, wo ich ja auch die Co-Moderation des Öfteren übernehmen darf, an der Seite des sehr, wie ich finde, sehr fröhlichen, also der ist immer gut drauf, Ross ist immer gut drauf, muss man sagen, also auch jemand, der immer gute Laune macht, egal was ist, stimmt. Der hat immer einen guten Spruch auf den Lippen und ist immer sehr fröhlich, und da durfte ich Semino Rossi parodieren. So, Sensation, das heißt, ich als Semino Rossi. Das haben die Schlagerfans natürlich gefeiert, muss man sagen. Und ich finde, er ist natürlich auch toll. Er hat ja diesen argentinischen Dialekt. Spanisch, me dice Argentina. Dieses Weiche in der Stimme. Muy bien. Perfectamente. Und das, das habe ich letzte Woche Samstag ist es, glaube ich, gelaufen. Macht immer Freude, wenn man die Originale dann auch. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendein Lied von Semino Rossi kenne. Gibt es irgendwas, was ich kennen könnte? Der Oder singt er eher so die alten traditionellen nach? Genau, der hat viele Covers auch gemacht. So, rot, 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 rot sind die Rosen. Also das, was man auch in Golden Carnival singt. Rot, rot, rot. Ja. Ach, schön. Ne? Und das stimmt ja auch. Ich gesehen. Rot sind die Rosen. Das ist richtig. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön, vielen Dank. Danke, ich mir auch. Also sowas finde ich ja, finde ich immer gut, wenn du dann auch merkst, dass diese Originale auch Humor besitzen und selbst dann darüber lachen können. Aber ihr wisst ja, Kalli, du weißt das allen voran, dass ich ja auch immer den nötigen Respekt vor diesen Menschen habe, und das sollte man auch haben. Ja, ich meine, nach Carmen Nebel, jetzt Semino Rossi, der Fußball macht sich natürlich Gedanken, dass er dich verliert an diese neue Trendbranche namens Schlager, ne?
Ja, Schlager ist ja schon, muss man sagen, in den letzten Jahren wirklich absolut auf dem Vormarsch. Also wenn du auch siehst, dass ja zum Beispiel Sarah Connor, die früher auf Englisch gesungen hat, mittlerweile auch auf Deutsch singt. Gut, das ist jetzt vielleicht noch kein Schlager. Oder du nimmst das neue Album von Helene Fischer, was irgendwie da von 0 auf 1. Meine, Helene ist natürlich die Koryphäe, was Schlager angeht. Wobei das fast schon wieder Pop ist. Also das ist schon sehr mittlerweile, interessant. Also mittlerweile vor allem. Mittlerweile, ja, genau. Aber das ist schon, und ich muss sagen, ich höre gerne Schlager. Also so zum Feiern, zum Tanzen gibt's ja, muss man ehrlich sagen, ja auch nichts Besseres. Ne? Weil, Kalli, bist du ein Tänzer eigentlich? Ja, ich war früher. Bist du jemals Tänzer gewesen? Ich war früher in der Tanzschule, das war so, und ich war gut im Tango. Ehrlich? Ich habe ja auch Musik gemacht, also als junger Kerl habe ich Akkordeon zwar gespielt, da gab es noch nicht die ganze Technologie, also die Bands waren noch nicht mit Technologie so groß ausgestattet, du musstest noch selber spielen, die Melodie, den Bass, und ich hat doch 6 richtig im Lotto. Ich war der Akkordeonspieler, während so beispielsweise der Schlagzeuger den Rhythmus geschlagen hat und geguckt, wer tanzt da alles auf der Bühne. Welche netten Frauen oder so ein Rhythmusgitarrist, wollte ich natürlich gucken, dass die Melodie rüberkam. Ne? Und hat Winnie Winnie Wanna Wanna und Marmorstein und Eisenbrich, das war dann alles schön. Winnie Winnie Wanna Wanna. Sing mal. Ja, Winnie ja. Winnie, nee, wie geht das? Ja, Winnie, Winnie, oder Schwarzer Stade. Winnie, 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 Wanna, 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 Wanna. Das ist das doch, ne? Und Spiel zum Tanz. Winnie, 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 oder Pigalle, Pigalle. So heißt die große Mause, Mausefall. Mitten in Paris. Pigalle. Was? Da sieht man Türker oder Inder oder noch Chinesen. Wer was auf der Welt was von sich hält, ist das ist dort gewesen. Pigalle, also alles ganz schön. Ne? Und Tobi, tanzt du ein? Bist du Tänzer? Oder bist du so, stehst du eher so lecker locker an der Bar? Ich dachte, ich hätte das mal erzählt. Zigarillo. Erstmal ist es natürlich immer wieder schön, mit euch einen Fußball-Podcast aufzunehmen, muss ich auf erstmal sagen. Auf jeden Fall, aber wir müssen auch mal über. Hallo, entschuldige mich, Fußballfans singen gerne und grölen und hüpfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Ich habe doch, also ich war tatsächlich eher der Sänger, weil wir doch damals zum Abitur so eine Schlagerband gegründet haben. Ja. Tobi Valentino und die Capri-Kapelle. Ich war halt derjenige, der kein Instrument perfekt beherrscht hat, deswegen musste ich ans Mikro. Und dann mit Fellkoteletten und all sowas und schönen Schlaghosen. Und dann hat uns da ein Papa von einer Mitschülerin quasi entdeckt, der so ein bisschen im Musikbusiness unterwegs ist. Dann sind wir 1,5 Jahre durch Norddeutschland getourt mit Tobi Valentino und der Capri. Und zwei von den Jungs, die dabei waren, der eine zum Beispiel bei Helene Fischer in der Band, der andere mit Jan Delay regelmäßig unterwegs. Also zwei haben es richtig zu was gebracht und ich mache mit euch Podcast. Ja, aber ich habe auch in der Schulband gesungen. Bei mir war es genauso, Tobi. Ich konnte auch kein Instrument, so wie der Kalli, der ja Akkordeon gespielt hat. Ich konnte so ein bisschen Gitarre und natürlich Blockflöte und ich habe auch gesungen. Also wir haben alle einen musikalischen Hintergrund. Ja, du singst und ja wir bis wissen, heute. Ja, ich singe bis heute, richtig. Als Cimino Rossi zum Beispiel. Und wir wissen natürlich, spätestens, wenn es auf Mannschaftsfahrt geht, egal welche Liga, muss man auch ein bisschen tanzen können und braucht Rhythmusgefühl. So. Pass auf, und jetzt wollte ich das Stichwort Schlager kurz nehmen und euch und überleiten zum Bundesliga-Schlager, der bevorsteht, das Schlagerspiel am Samstag. Wenn man sich das über, als ich das gestern gelesen habe, dass der erste gegen den dritten FC Bayern gegen SC Freiburg heißt, da habe ich gedacht, so ist das immer noch eine Überraschungsmannschaft, dieses Freiburg? Oder ist das, sind sie das eigentlich gar nicht mehr, weil die ja wirklich konstant sich da oben, oder ist das jetzt ein zu großer Bruch? Wird das zu sportlich für euch? Nein. Ich finde, bevor Kalli da jetzt sicherlich noch mehr zu sagen kann, aber man muss ja ehrlich sagen, guck mal, wie lange ist Freiburg schon in der Bundesliga? Also 25, 30 Jahre, ja, mal mit einer Unterbrechung. Aber grundsätzlich, der Ort ist klein und die Lage ist vielleicht nicht so, also die ist für die, die da wohnen, super, aber es ist immer für andere Vereine ist das so am Arsch der Welt. Aber grundsätzlich muss man sagen, haben die sich da unfassbar etabliert. Die sind sehr, sehr seriös in ihrem ganzen Tun, in ihrem Handeln, im Umfeld. Das ist, glaube ich, der Verein, die Trainer am längsten halten. Kalli, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, und das zahlt sich aus, oder? Das zahlt sich aus. Ja, das ist ja mal, wenn man jetzt Christian Streich, das ist ja ein Idol, muss man sagen, mittlerweile in der Bundesliga, eine feste Größe. Und vorher waren die Trainer ja auch alle in der Regel, bis auf ein, zwei Ausnahmen, sehr lange
bei dem Verein, das muss man so ganz klar sehen. Und dann, wenn man die Vereinsführung sieht, auch Fritz Keller, der ja beim DFB sein Problemchen hat, das sehr, sehr hervorragend gemacht. Achim Stocker, jetzt neuerdings auch Lecky Breit. Also das sind alles Leute, die auch auf der Funktionärsebene sehr, sehr geschätzt werden und auch wurden. Achim Stocker ist ja verstorben mittlerweile, aber das ist ein Verein, der immer sehr seriös, sehr gut, sehr bodenständig war. Und denen gönnt man das einfach. Wenn man sagt, jetzt Mensch, Freiburg, freut uns, dass die immer drin geblieben sind. Das hat ihnen natürlich auch Geld gebracht. Das heißt, mit jedem Jahr, wo du mehr in der Bundesliga spielst, steigt auch das Fernsehgeld. Die sind im Fernsehgeld schon mittlerweile auch völlig berechtigt in den oberen Regionen. Natürlich im Gesamtbetrag sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe, Bayern München und Freiburg. Aber die haben nichts zu verlieren. Die stehen an dritter Stelle. Die fahren, ich sag mal, vermutlich unbekümmert nach München und werden da frech aufspielen oder selbstbewusst aufspielen, auch wenn Bayern München der klare Favorit ist. Aber wir wissen alle, die sind die Woche nochmal unterwegs in der Champions League. Man hat wieder englische Woche gehabt und das ist auch nicht immer alles so einfach wegzustecken. Sind nach wie vor Menschen, keine Maschinen. Ich glaube tatsächlich, der Freiburger Vorteil ist so ein bisschen, dass sie nach wie vor unterschätzt werden und so ein bisschen als die kleine Mannschaft, die netten, sympathischen Freiburger da wahrgenommen werden. Aber Kalli, wie du es gerade schon sagst, da wird auch sehr okayes Geld gezahlt und sehr gute Gehälter mittlerweile, weil sie natürlich auch ganz gut einnehmen, dadurch, dass sie so regelmäßig jetzt auch sich weiter vorne platziert haben. Ich weiß, dass zum Beispiel Luca Waldschmidt, der doch zurück aus Lissabon in die Bundesliga gekommen ist, der letzte Verein, der mit den Wolfsburgern da, bevor Wolfsburg dann den Zuschlag bekommen hat, weil er da natürlich auch Champions League spielen kann, aber der wohl bis zuletzt da noch mit dran war, war eben Freiburg, wo er vorher schon mal gespielt hat, was auch in den Gehältern gar nicht mehr so weit weg war, das Angebot von dem, was er in Wolfsburg gekriegt hat. Oder Maxi Eggestein von Bremen, den sie da zum Ende der Transferperiode bekommen haben, der hat da wohl auch keine Abstriche zu dem gemacht, was er vor 3-4 Jahren in Bremen unterschrieben hat an Vertrag. Ne? Also du musst das natürlich auch sehen, da ist doch natürlich jede Menge Sachverstand steckt dahinter. Die haben also auch mit Seier und so, die sind auch da in der ganzen Frage der Scouting-Abteilung, der sportlichen Abteilung, Hartland und so, Hartenbach, da sind die also schon sehr, sehr, sehr gut besetzt. Und wenn du gerade Waldschmidt sagst, Waldschmidt war beim HSV, ich kenne noch Volker Struth, hat ihn da hingebracht, sein Spieler für 1,3 Millionen, der hat die mal mit dem Kopfballtor im letzten Spiel gegen Wolfsburg gerettet, dann war Feierabend, dann haben sich alle gewundert, dieser SC Freiburg auch mit dem Trainer, mit dem Management, die haben dann für den Waldschmidt 5 Millionen gegeben an den HSV, die den eigentlich kaum eingesetzt haben. Das hat schon verwundert und dann habe ich gedacht, wenn der Streich, ich habe das jetzt mal den also personalifiziert für diese, wenn der für so einen Spieler 5 Millionen, muss der gut sein. Der ging kurz danach, ich glaube für 15 Millionen nach Lissabon. Also ja, die haben da auch anscheinend ein besseres Auge, ein besseres Händchen, um die richtigen Spieler zu holen, die richtig zu positionieren. Das nur als Beispiel, weil du gerade Luca Waldschmidt angesprochen hast. Matze? Ja. Kann auch sein, dass dein Hund uns irgendwas sagen möchte. Ich habe im Hintergrund da gerade bellen gehört. Vielleicht möchte er sich einmischen in die Diskussion. Das ist immer, wenn der Postbote kommt, ne, dreht quasi nicht nur der Hund hier, sondern die Hunde quasi hier im ganzen Karree, die drehen alle am Rad. Und der Postbote, den ich hier habe, der hat auch das Talent, immer ziemlich laut am Briefkasten zu klappern. Ja, das ist, mein Klappern gehört zum Handwerk, aber ich wusste nicht, dass das vor allem bei Postboten gilt. Und dann ist hier auf jeden Fall immer Attacke. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn der eine Hund anfängt zu bellen, dann meint der andere Hund, er müsse sich auch melden. Das ist ja wie so ein Teufelskreis. Man braucht eine Viertelstunde, bis sie alle wieder ruhig sind. Und der Postbote lacht sich ins Fäustchen. Da ist hier nichts mit Mittagsruhe in Lippstadt. Sonst ist hier der Hund begraben. Ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Hund war, der gebellt hat, oder ob das bei Kalli irgendwie der Magen war, der geknurrt hat. Aber dann war es tatsächlich bei dir, ja, wegen dem Postboten. Okay. Das war, ja, manchmal belle ich auch selber. Ne? Wenn ich so, wenn Rechnungen kommen oder so, damit er das Zeug einfach beim Nachbarn reinschmeißt. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Ja, aber ich wollte noch zu Freiburg sagen, ich gönne denen wirklich einfach mal auch, dass sie im internationalen Wettbewerb vertreten sind. Waren sie ja auch schon. Meistens sind sie dann dieser Doppel- oder Dreifachbelastung.
nicht so ganz gewachsen gewesen, aber ich finde schon, dass es auch belohnt werden muss einfach. Wird es ja auch, aber das ist auch vielleicht einfach mal mit einer internationalen, vielleicht auch mal mit einer Champions-League-Qualifikation oder so. Das fände ich schon geil, weil diese Vereine oder dieser Club halt eben vieles richtig gemacht hat, was andere Vereine, große Vereine mit großen Namen, eben so nicht geschafft haben, ne? Muss man sagen. Ja, und die Stadt Freiburg hat auch noch eine sehr schöne Auszeichnung bekommen letzte Woche. Wo habe ich das noch irgendwie gelesen? Hatte mir das irgendwo nochmal rausgehört. Freiburg ist als einziges deutsches Ziel in den Reiseführer Best in Travel des Verlags Lonely Planet aufgenommen worden. Weltweit haben die nur 30 Reiseziele ausgewählt und unter anderem von einer fachkundigen Jury, wie es heißt, ist Freiburg halt da ganz nach vorne gewesen. So, also da müsste man tatsächlich wieder hin. Das letzte Mal, wenn ich in der Region war, war ich immer im Europapark. Aber Freiburg ist bei mir bestimmt Europa schon 18 Jahre her. Der Europapark spielt schon eine große Rolle. Das ist für mich der schönste Freizeitpark in Deutschland, auch mit auf der Welt. Das muss man eindeutig so sehen. Der Unternehmer oder die Besitzer des Freizeitparkes Europa stellen ja auch sehr viele Attraktionen, also Fahrgeräte für die ganze Welt her. Und wenn man, sagen wir mal, den Freizeitpark, Europapark sieht, wenn man dann sagt, man ist nah in Frankreich, also Straßburg ist direkt vor der Haustür, dann die wunderbaren Schweizer Städte und dann der Schwarzwald, das ist schon nicht, also das ist schon berechtigt, die Freiburger ganz oben damit einzustufen. Das muss man einfach so. Also lange noch kein Lippstadt, Matze, aber immerhin schon mal in Freiburg, das sind sie jetzt. Nee, das ist schon. Ja, bei Lippstadt waren auch schon viele, viele Fußballprofis. Mein gut, Kalle Rummenigge, wissen wir, kommt ja hierher. Und immerhin das erste Spiel damals von, wie heißt er nochmal, der Bayern-Trainer, der Italiener, Carlo Ancelotti, ja, genau. Hat ja, hier am Bruchbaum stattgefunden. Also von daher haben auch hier schon einige Profis den Weg nach Lippstadt gefunden, wenn auch meistens in Freundschaftsspielen. Wir kommen jetzt. Da war ich übrigens, das war ein sehr schöner Nachmittag. Da warst du dabei. Da habe ich deinen Papa kennengelernt. Richtig. Und da haben wir gemeinsam in der Lounge, das ist echt schön da. Ich wusste gar nicht, dass ihr da so ein schönes Stadion habt, aber ja, da sieht das man halt da in diesem, ist das Ostwestfalen? Ist es doch auch noch, ne? Lippstadt oder nicht? Ja, fast schon Südwestfalen. Wir haben übrigens jetzt auch einen SV Lippstadt, hat einen eigenen Mannschaftsbus und der Präsident, Thilo heißt er mit Vornamen, Thilo Altmann, hat jetzt extra einen Führerschein gemacht, einen Busführerschein, damit der Präsident selber den Bus zum Auswärtsspiel fahren kann. Also, das kann auch Manni machen. Manni, ja, weißt du, verstehst du, klar, mach ich, Männer, hier, pass auf. Jetzt kommen wir zur ersten Rubrik, Leute. Und die Rubrik ist klar, es ist der Held der Woche. Woche. Und ich bin gespannt, was euer Held der Woche ist. Ich hab auf jeden Fall einen, den hau ich gleich raus. Kalli, was wäre dein Held der Woche in dieser Woche? Sag mein mal. Held der Woche in dieser Woche ist eigentlich ganz klar Christian Seifert. Christian Seifert hört ja jetzt zum Jahresende steigt er aus und er wird auch am Samstag, muss ich sagen, beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt, in der Frankfurter Oper, für mich völlig berechtigt mit dem Pegasus-Preis ausgezeichnet. Es war ein Glücksfall für den gesamten deutschen Fußball, dass Christian Seifert, der Chef, der war ja nun auch Vizepräsident des DFB, aber schwerpunktmäßig für den Profifußball zuständig, also eigentlich der Chef des Profifußballs. Und er hat den Profifußball, das hört man zwar heute nicht so ganz gern, aber in den letzten 15 Jahren von 1,2 Milliarden auf einen Umsatz von 4,85 Milliarden solide, seriös, mit, nicht nur mit Einnahmegelder, mit Fernsehgelder, mit Sponsorgelder, wobei wir auch sagen können, wenn jetzt die Fans pullen, ja, ist das dann so gut? Nee, wir würden immer sagen, wir haben es so hier hingekriegt, dass von diesem Geld maximal 10-12% aus Zuschauereinnahmen bestanden. Und dann nicht, weil die im Einzelpreis teuer sind, sondern wir sind auch mit die günstigsten Preise in der ganzen Welt. Und trotzdem haben wir die größte Stadioninfrastruktur, die höchsten Zuschauerzahlen in der Welt. Und damit sind wir eben mit normalen zivilen Preisen, hätte das ungefähr 10-12% des Budgets der Bundesliga. Aber diese Steigerung, das ist auch ein Verdienst von Christian Seifert. Ich könnte das jetzt fortsetzen, auch in der das Zeit jetzt. Das weiß ich, Charlie. Das kann noch, keiner noch, so gut wie du. Noch ein Satz, muss ich sagen. Das, was die DFL unter Seifert geleistet hat, natürlich mit vielen, vielen Mitarbeitern, auch gerade in der Zeit Corona, dieses Hygienekonzept, das in der Bundesliga, das war nicht schön, ohne Zuschauer weiterzuspielen, aber die Zuschauerzahlen
waren am Fernsehen, sowohl in den traditionellen Programmen wie auch neuerdings im Streaming, war enorm hoch, höher wie je zuvor. Und das alles ist ein großer Verdienst von Christian Seifert und ihm dann noch jetzt mal beim Ausscheiden auch diesen Pegasus-Preis. Ich fahre dann mit Sicherheit, bin ich am Samstag auch in der Frankfurter Oper. Und das ist auch ein Teil dem geschuldet, dass ich da auch mich verbeugen möchte. Oh, Kalli, da sehen wir uns am Samstag. Das wusste ich ja gar nicht, dass wir uns am Samstag treffen. Ja, dann werden wir uns sehen, hundertprozentig. Ah, da seid ihr beim Sportpresseball? Beim Sportpresseball in der Frankfurter Oper? Ja, da wollte ich eigentlich auch hin, aber ich bin bei der Hope-Gala. Das heißt, ich setze mich sozusagen für Charity-Aspekte ein. Aber ich finde natürlich Christian Seifert einen Held der Woche, ein Sportfunktionär. Das kann man machen, finde ich gut, finde ich sehr gut. Tobi, wen hast denn du? Ich bin deutlich plakativer unterwegs, wie ihr gleich hören werdet. Aber sag mal, was ist dein Held der Woche? Also wenn du so willst, habe ich auch einen Funktionär. Ja, bitte. Allerdings ein ehemaliger Lukas Spieler, Podolski. Lukas Podolski. und seine Aussage zu Joshua Kimmich oder wen? Mein Held der Woche ist Manni Schwabe. Ja, jetzt haltet ihr euch aber fest. Manni Schwabe, vielleicht ganz kurz für die Jüngeren erklären. Wer möchte von euch? Matze, sag du. Du kennst ihn als Spieler im Bayern-Trikot vielleicht, ne? Warte. Also Manni Schwabe ist ja einer der wenigen, die noch kleiner waren als Philipp Lahm. Er soll ja teilweise den Maulwurfshügeln und Philipp Lahm mit dem Kopf vors Knie gelaufen sein. aber ein überragender Typ mit einem richtig bayerischen Akzent. Ich habe mal einen Auftritt gehabt in Unterhaching, in der Unterhaching Arena oder wie heißt das, keine Ahnung. Und da hat Manni Schwabel hat sich mit seinen Kollegen auf der Rückbank einen guten Platz gesichert, weil er da was zu sagen hat und hat richtig mitgefeiert und ist richtig gut drauf. Also mega sympathischer, lustiger Vogel. Aber warum dein Held der Woche? So, wollte ich gerade sagen, so liebe jüngere Hörer, jetzt wisst ihr auch, wer Manni Schwabel war, als er noch gespielt hat. Mittlerweile, genau, ist er verantwortlich und Präsident in Unterhaching. Und da spielte bis vor 3 Jahren spielte da Karim Adeyemi, der ja mittlerweile sehr erfolgreich in der Champions League und halt in Österreich ist, noch bei RB Salzburg, aber im nächsten Jahr wechseln wird, zu den Bayern oder zum BVB. Und er sieht im Moment sehr vieles nach Borussia Dortmund tatsächlich aus. Also das nächste Supertalent, auch ja schon von Hansi Flick in der Nationalmannschaft eingesetzt. So, und der Manni Schwabel, der hat in den Vertrag damals, als er für, ich glaube, 3,5 Millionen ist er mit 16 Jahren eben aus Unterhaching zu RB Salzburg gewechselt, da hat er eine Klausel aufgenommen, die sogenannte 22,5%-Klausel, wie Bild schreibt, dass er an folgenden Ablösesummen, die jetzt gezahlt werden, eben diese Unterhachinger mit 22,5% beteiligt sind. So, und die werden natürlich jetzt 6, 7, 8 Millionen dann bekommen, wenn im Sommer einiges fließt für Adeyemi. Halte ich für einen sehr, sehr klugen Schachzug und habe ich mich sehr für diesen cleveren Manni Schwabel gefreut. Man muss dazu auch sagen, natürlich, das bringt jetzt Unterhaching unwahrscheinlich viel Geld und das ist auch ein bescheidener, vernünftiger Junge, aber ein cleveres Gärtchen, 27 mal chemische Reinig, 10 mal chemische noch ins zusätzliche Reinig, muss man auch sagen, also durch alle mit allem. Aber er hat auch rund, das muss man auch sagen, so 200 Bundesligaspiele rund gemacht, also Obama Deutsche Meister, ob das jetzt mit Bayern München, da war der in Nürnberg am Schluss nochmal bei 1860 München, ist glaube ich seit knapp 10 Jahren noch Präsident bei Unterhaching, macht das sehr gut, hat auch früher Nachwuchskoordinator gemacht und ich höre das ihm, dass er so ein kleines Schlitzohr und dass ihm da so ein Thema so gut gelungen ist und das auch sehr, sehr wichtig ist für die Finanzierung von Unterhaching. Muss für man sich mal vorstellen. Ich meine, und er ist trotzdem sehr ein typisch bayerischer Kerl und sehr, sehr bodenständig, muss man sagen. Für ihn kann man sich da freuen, ich werde nicht widersprechen zu deiner Nominierung. Das ist aber nett. Ja, die sind ja mittlerweile Viertligist, also spielen in der Regionalliga. Und aber vielleicht haben kommen jetzt, die ja wieder hoch. Die könnten jetzt ja mit dem Geld, können die ja dann vielleicht auch schlau investieren. Das muss man sich ja vorstellen. Wenn da jetzt 30 Millionen gezahlt werden, was so im Raum steht für Adeyemi, das wären dann bei den 22,5, wären das, hatte Bild auch mal ausgerechnet, 6,75 Millionen Euro, das ist ja schon sehr, sehr ordentlich. Ich meine, die haben auch ein paar Minus jetzt wohl gemacht, ne, während Corona. Trotzdem, einfach ein kluger Schachzug und hat mich gefreut. Kalli, was hast du denn früher so in Verträge reingeschrieben? Also ich kenne es ja auch ein bisschen aus der Kreisliga, da gibt's ja sowas auch. Man glaubt ja immer, es gibt keine Verträge in der Kreisliga A oder B. Also wir haben ja hier bei uns in Lippstadt
gab es mal einen Club, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, Athletikis hießen die, das waren Griechen. Und da haben immer die ganzen Gyros-Budenbesitzer investiert. Und da war es wirklich so, dass es Spieler gab, die nicht nur Geld bekommen haben, wenn die Mannschaft gewonnen hat, sondern es gab sogar welche, die haben Geld bekommen, wenn sie zum Training gekommen sind. Das muss man sich mal vorstellen. In der Kreisliga A oder B war es, glaube ich, am Anfang. Später haben sie in der Bezirksliga gespielt. Und es gab einen Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, der hat sich quasi, also per Handschlag, in den Handschlagvertrag reinschreiben lassen, dass es erlaubt wird, dass er ab und zu mal seine Oma vom Bahnhof abholt. Aus dem einfachen Grund, weil er ist gerne zu spät gekommen. Und das war der Ausredegrund. Und dann hat der Trainer gesagt, ist okay, wenn es nicht zu oft vorkommt. So, also auch in unteren Klassen gibt es Schuhe, Torwart, Handschuhe und alles Mögliche, damit irgendein Spieler wechselt oder aber jetzt ernsthaft, es ist ja wirklich so, wenn du auch in der Kreisliga einen Spieler verkaufst und der später in der Oberliga spielt, ist es genauso wie jetzt bei Adeyemi, dass ja noch Geld nach unten durchgereicht wird. Also das gibt es auch wirklich unten in Amateurbereichen und das finde ich auch sehr gerecht. Aber Kalli, was hast du denn bevor du uns erzählst, was du für eine Klausel da mal aufgenommen hast, eine, finde ich, fast Kreisliga-Klausel, hat sich Ronaldinho nämlich mal reinschreiben lassen. 2011, als er zu Flamengo gegangen ist, da war in einem Paragraphen, dass er zweimal pro Woche abends feiern gehen darf. Ja, finde ich super. Aber das ist ja durchaus berechtigt. Also wenn du sagst, ich spiele jetzt da meinetwegen in vielleicht nicht mehr in den ganz oberen Sphären, ich schließe mich euch an, aber ich will dann das Theater nicht haben, das in der Presse steht, der war irgendwie trinken, dann ist das doch okay. Ja, absolut. Ja, also im Grunde genommen, diese Vereinbarung machen viele clevere Präsidenten, Geschäftsführer unteren Klassen, also dritte Klasse, zwei. Du kannst es natürlich, im Amateurbereich ist das schwieriger. Wenn ein junger Spieler aus einem normalen Amateurverein sich oben durchsetzt, gibt es ja auch Beteiligungen über den DFB. Das ist ein völliges anderes Thema. Das ist eine Beteiligung an einem Transfer, den er damals, ist ja nach Salzburg dann gegangen als Münchner Junge. Und wenn du dann bei 19 Jahren, du spielst noch oben, da haben die ja noch, waren sie noch in der dritten Liga so dabei und sagst, komm her, jetzt geht der für die Summe X. Wenn ihr ihn aber nochmal weiterverkauft, will ich 22,5% der Ablösesumme. Das klingt ja dann doch bei Adeyemi zunächst, oder hat dann mal nicht so groß geklungen. Dann ist er abgegangen bei der U21, jetzt in Salzburg, wo ist in der ersten Liga, in der österreichischen Liga. Ich habe am Wochenende auch in Hoffenheim war ich zufällig in der gleichen Loge wie mit Hansi. Der ist auch mit dem Jungen absolut zufrieden. Der ist jetzt praktisch auch im Kader der Nationalmannschaft. Das hat man gesehen bei der U21. Da kämpfen noch ein paar Vereine drum, die ihn gerne verpflichten müssen oder möchten, weil er ja ein richtiger dynamischer Typ ist. Der hat ja eine Rakete im Arsch da hinten, das muss man sagen. Er macht auch Tore, er spielt regelmäßig. Und jetzt wird die 22,5, die damals vielleicht so am Rande kommt, mit den Haben, Schnauze, Tinte drunter. Jetzt kriegt die natürlich eine völlig andere Bedeutung, diese 22,5, aber in Verbindung mit dem kometenhaften Aufstieg von Adeyemi. Das war immer ein Talent, aber dass er dann so durchstartet, ja, dann hast du auch Glück gehabt und hat der kleine Money clever gemacht. Kalli, aber auf welche Klausel warst du denn besonders stolz, die du mal in einem Vertrag aufgenommen hast? Oder welche hast du mal zähneknirschend hingenommen? Ja, es gibt da viele Verträge. Bring und jetzt nichts. Ich meine, wir haben damals in unserem Spitzenbereich der erste teuerste Transfer. Ich habe damals Amazon für 5 Millionen oder 6 Millionen mal gekauft, also noch im kleinen Bereich. Und dann ging der nach Rom, AS Rom, es gab großer Streit. Mir wurde die Ablösung auch zwischen 30 und 40 Millionen. Dann wurde drüber, Sensi war damals der Chefinhaber. Da gab es eine Streitverhandlung. In Rom wurde dann, wir hatten ein Trainingslager mit der UEFA über die Transfersumme. Dann haben die mich gefragt, glauben Sie, dass die Unterschrift von Amazon ist unter dem Vertrag? Ne? Auch der Sensi fragte da im Beisein der
UEFA delegieren, sage ich, nee, das ist hundertprozentig der Vertrag, brauche ich auch gar nicht die Unterschrift überprüfen lassen, die hätte bei uns zu diesen Konditionen, die im Vertrag stehen, jede unterschrieben, höchstwahrscheinlich ist auch noch das, wenn zweifle ich die Unterschrift nicht an. Das sind dann manchmal, das hat nichts mit Können zu tun, der Emerson natürlich, den haben wir geholt, das war ein Mittelfeldspieler, der auch noch ein bisschen verletzt war, da ging der ab, da wurde der mit einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, dann haben sich Italiener, Spanier dafür interessiert und plötzlich hätte dann 30 bis 40 aber Millionen Kalli, gekostet. Kalli, ich hab mal eine Frage. Ja. Hat nicht eigentlich damals sich jeder Brasilianer, also in den Zeiten, als ganz viele Brasilianer hier in der Bundesliga gespielt haben, reinschreiben lassen, dass er A, auf jeden Fall zur Nationalmannschaft reisen darf und dass er unbedingt später aus dem Urlaub zurückkommt als alle anderen, weil das war doch damals so, ich kann mich erinnern, da sind irgendwie alle Brasilianer gefühlt zu spät aus dem Urlaub wiedergekommen. Haben die das einfach so gemacht oder war das vielleicht sogar im Vertrag? Ja, das steht überhaupt nicht im Vertrag, das ist Quatsch. Die Regelung, es gibt zwischen der FIFA und den vier Konföderationsverbände und damit da wieder angelegt an die Nationalverbände, klare Regelung. Es gibt einen internationalen Spielplan, da hat sich jeder dran zu halten. Aber die sind doch früher alle später aus dem Urlaub gekommen. Nein, aus dem Urlaub sind die alle später zurückgekommen. Das war früher, da gab es noch, da hat es die Bilder laufen lernten. Heute nicht, kommen die Südamerikaner in der Regel einen Tag zu spät zurück, wisst ihr, was das mit zu tun hat. Die spielen an dem Mittwochabend und dann sind die Flugverbindungen anders. Du fliehst länger, du fliehst auch dann später ab. So, das hat, aber heute ist das alles, das war früher mal ein anderes Thema. Jeder hat da seinen Egoismus versucht, ein bisschen zu befriedigen. Aber heute sind die weitgehend, bis auf ein, zwei Ausnahmen, haben vielleicht alle diszipliniert, die reisen zu ihren Länderspielen an. Sie müssen auch einreisen. Das ist alles in den Vereinbarungen geregelt. Nicht nur zwischen Verein und Spieler, auch zwischen dem Spieler und den Verbänden. Das ist jetzt aus der Märchenkiste von früher war das Realität. Heute ist das die absolute Ausnahme. Matze, jetzt hör mal auf, immer aus der Märchenkiste da irgendwelche Geschichten zu erzählen. Uns bringen uns lieber mal deinen Helden der Woche. Es passiert heute auch schon mal, dass einer dann sich krank schreiben lässt. Er muss dann, und jetzt kann er nicht, also es ist nicht, dass das ganz aus der Welt ist, aber es sind Ausnahmen. Ausnahmen. Keine Ausnahmen sind, dass die jeden Tag später kommen. Ich hatte mal einen Mannschaftskollegen in meiner Mannschaft, der hat sich nicht krank schreiben lassen, aber der hat gesagt, Trainer, ich bin verletzt, ich kann nur vorne spielen. Das war das Beste. Trainer, ich bin verletzt, ich kann nur vorne spielen. Und wir haben gedacht, wie, du bist verletzt? Du kannst ja, vorne geht. So, von daher, es gibt ja so viele schöne, herrliche Anekdoten auch aus der eigenen Mannschaft, die man hier alle erzählen könnte. Aber ich komme jetzt zu meinem Held der Woche. Ja, bitte. Der ist auf jeden Fall plakativ, weil für mich ist es, ich glaube, wir haben ihn schon mal zum Helden der Woche gemacht, ist aber schon länger her. Das hoffe ich ja wohl nicht, das kann doch nicht sein, dass du zum zweiten Mal... Nein, ist auch wurscht. Es ist Zlatan Ibrahimovic, weil Zlatan ist 40 und Zlatan hat das 400. Tor seiner Karriere geschossen beim Sieg des AC Milan und ist jetzt, soweit ich weiß, punktgleich in der Serie A mit dem SSC Neapel und hat gesagt, meine Karriere ist noch lange nicht beendet, Zlatan entscheidet, wann Schluss ist, nicht irgendein Trainer oder irgendein Verein. Und ich finde das ja geil, ich finde das ja gut. Viele sagen ja, oh nee, das ist mir zu arrogant und zu überheblich. Aber wenn du so lieferst, wie Zlatan geliefert hat in den letzten, wir dürfen nicht vergessen, der war ja schon in den USA, also er hat ja gespielt in Holland, er hat angefangen, Spanien, also Schweden hat er angefangen, dann Holland, dann Spanien, Frankreich, England und dann war er in den USA. Und spätestens da, Tobi, hast auch du gedacht, die Karriere ist vorbei, oder? Ja, das wäre so, als wenn Kalli jetzt übermorgen plötzlich als neuer FC Bayern Manager nochmal wieder einsteigt, weil Brazzo quasi Unterstützung braucht. So. Also eigentlich hat man es gar nicht mehr auf dem Zettel und plötzlich ist er wieder ganz weit vor. Kalli könnte das natürlich. Nee, also ich muss sagen, das ist ein sehr anspruchsvoller Job. Da musst du Gas geben, da musst du auch voll auf dem Laufenden sein, Netzwerke bedienen. Das macht jetzt nicht nur der Brazzo sehr gut, das machen die alle. Wir müssen einfach sagen, die jungen Manager, auch mehr alten Säcke, müssen das einsehen, dass wir sehr, sehr gute Nachfolger haben. Noch nicht nur Brazzo bei Bayern München, auch bei den Vereinen. Ich beobachte das aus der Distanz ein bisschen und spreche auch mal mit dem einen oder anderen so ein bisschen im Gegensatz eingemachte. Wir können uns darüber nicht beschweren. Nur eins für euch zwei Schlauberger. Wenn du 18 Top-Manager hast, ne? Top-Manager, tolles Stadion, toller Kader. Was ist der Unterschied zwischen Fußball und einem normalen Wirtschaftsbetrieb?
Ein normaler Wirtschaftsbetrieb kann neue Produkte entwickeln, verkloppt die im Ausland, neue Absatzgebiete. Im Fußball ist alles über die Punkte geregelt. Das heißt, an einem Spieltag ist der Umsatz, egal wie gut die Stadien, die Trainer, die Kader sind, die Manager sind, nicht höher wie 27 Punkte. Und die regeln alles. Das heißt, 9 Spiele, der Sieger kriegt 3, der Verlierer 0. 9 mal 3 ist 27. Oder an 9 Spiele gibt es immer ein Unentschieden. Kriegt ja jeder einen Punkt. Das sind 18 mal 1, 18. Der Umsatz für euch zwei liegt an jedem Spieltag zwischen 27 und 18 Punkte. Egal wie der Kader ist, wie der Trainer ist, wie der Manager ist. Und dann wird er immer zwei steigen ab in eine gute Relegation. Und einer kann dann, so, das muss man einfach so sehen. Ich bin der Auffassung, als langjähriger Manager, wir haben gute Leute. Kommt noch ein Aspekt hinzu, den du vergessen hast. Der Unterschied Wirtschaftsbetrieb oder Fußballverein ist, beim Fußballverein weiß jeder Mitarbeiter und jeder Kunde, wie es besser geht. Das ist beim Wirtschaftsunternehmen auch nicht so. Und auch die jeder Medien. Meint ja, und ich auch weiß, die wie man spielen muss. Das muss man einfach. Aber ich halte Ibrahimovic für eine, Kalli, willst du noch, sprich aus, ja. Ja, ich bin ich würde genau, wie ich bei dir Manni Schwabel oder bei mir dann eben auch mal einen Funktionär genannt habe mit Christian Seifert, bin ich allerdings auch für den Ibrahim, das muss man einfach so sehen. Ich sehe das zwar nicht so, dass der alleine entscheidet, wenn er aufhört. Das ist eine gewisse Laufbahn, mit im Zentrum seiner Laufbahn möglich. Wenn er aber langsam Moos im Rücken kriegt und immer schnell genug ist, dann entscheidet das auch schon der Trainer, wenn du da nicht vernünftig genug bist und sagst, ich höre auf. Das ist eine Aussage, die kann man so stehen lassen, aber sie ist nicht hundertprozentig richtig. Das ist, solange du Leistung bringst, wenn du als alter Sack. Ich glaube, das ist ja auch, also was ein Zlatan Ibrahimovic einfach macht, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, er liefert halt einfach Unterhaltung. Richtig. Also es ist wirklich so, man sieht ja so einen Spieler einfach gerne, wegen so jemandem gehst du ja ins Stadion und du willst ja eigentlich, dass der sagt, ich bin der Geist. Er hat wieder ein mega Freistoßtor geschossen auch am Wochenende. Ne? Er hat wieder ein geiles Freistoßtor ja auch geschossen und so. Ne? Also der ist einfach, und ich finde das fand ich eben so schön, weil das passt zu dem, was ihr gesagt habt. Der hat sich ja auch am Mikro irgendwie nach diesem Tor oder was drumherum in einem größeren Interview jetzt die Woche zu Wort gemeldet und über Kylian Mbappé gesprochen. Er sagt ja, ne, ich liebe Mbappé, aber er tut einfach nicht genug. Er kann so gut werden, wenn er lernt, sich selbst auch mal zu verletzen. Er muss Blut lecken, über Feuer laufen. Ich rate ihm, umgib dich mit denen, die dir sagen, dass du nicht gut genug bist und du wirst besser werden. So, und da spricht er natürlich aus seiner Erfahrung. Und das muss sich ein Mbappé in meinen Augen anhören und vielleicht auch zu Herzen nehmen. Weil dass er das Talent hat, ist unbestritten, ne? Das merkt man ja auch an euch zwei Pfeifen, dass ihr besser geworden seid, seit ihr mit mir telefoniert. Entschuldigung. Ich möchte trotzdem noch einen Satz zu Zlatan loswerden, warum ich den gewählt habe. Ich finde, er ist nicht nur ein Vorbild für viele, weil er natürlich haut er auf die Kacke, aber am Ende zeigt er Leistung. Und das, finde ich, ist schon vorbildlich, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss den Worten auch Taten folgen lassen. Und ich finde, er ist auch eine Hoffnung für alle in die Jahre gekommenen Freizeit- und Amateursportler. Weil wer kennt es nicht oder wer erinnert sich nicht von euch daran, wenn man mit 32 gedacht hat, oh, mir tut alles weh und ich bin eigentlich schon zu alt für den Scheiß und eigentlich kann ich nicht mehr. Und ich habe das selber am eigenen Leib erfahren. Wenn du richtig trainierst, wenn du die richtigen Leute um dich hast, und das hat er ja gerade ein bisschen anders formuliert, dann bist du auch im fortgeschrittenen Alter noch wirklich zu Dingen fähig, wo man oft nicht dran geglaubt hat. Und das ist einer, deswegen hat der für mich einfach, der gibt jedem von uns so ein bisschen Hoffnung, dass er sagt, Mensch, ich kann vielleicht in der alten Herren doch nochmal angreifen. Oder ich bin mit 34 für meine Kreisligamannschaft doch noch nicht so alt. Und deswegen finde ich Zlatan Ibrahimovic einfach einen geilen Typen. Und deswegen ist er mein Held. Matze, das waren schöne Worte. Die nehme ich nochmal mit jetzt. Würde ich auch voll unterstreichen. Matze, würde ich voll unterstreichen. Ich finde doch gut, dass man so Typen dann hat, die dann auch so eine Erfolgsbilanz nachweisen können. Und obwohl sie Typen mit Ecken und Kanten sind, ich mag aber auch Typen mit Ecken und Kanten, wenn dann die Leistung im Grunde genommen stimmt. Ah, Männer, ich will jetzt raus, ich will jetzt auf den Platz, ich hab jetzt Bock. Matze, das war nochmal eine richtig schöne... Ich gehe jetzt auch trainieren. Progressionsturbo-Einheit. Danke. Also, ich habe schon trainiert. Ich habe schon trainiert. Ich bin stabil. Ja, natürlich. Ja, Kalli wieder. Ja, ja. Tschüss. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.